Der Stream sollte eigentlich laufen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Hab bis jetzt einen schönen Freitag gehabt. Hoffe ich jetzt mal. Ja, schon bald ist Wochenende. Ich glaube, dann geht's eh den meisten gut. Also ist die Frage eigentlich irrelevant. Aber trotzdem, wie geht's euch? So, wir schauen noch schnell, ob der Stream ruckelt. Nö, er ruckelt nicht. Gut, dann können wir wechseln. Ihr hört ja schon die Musik. Das ist vom Donnerberg. So, ich musste noch überlegen, wo wir jetzt genau sind. So, ich glaube, das war jetzt eines von den schnellsten Intros, die wir jetzt mal hatten. Okay, wir machen das immer noch genau gleich wie gestern. Also wenn wir Zapdos besiegen und der nicht zu uns gehört, gehen wir, machen wir Restart. Ach komm. Warum jetzt? Nein. Wir müssen halt die Plätze frei behalten. Oh, come on. Sollte eigentlich nicht schwierig sein. Sollte. Wow. Besser Weg. Zum Glück machen sie ja jeweilig nur ein KP-Schaden. Ja, weg. Hier ist auch nichts. Gehen wir hier durch. Okay, hier ist der Ausgang. Okay, noch eine Ebene und dann haben wir es. Sind wir wieder bei Zapdos. Okay, wow. Wenn wir ihn einfach normal besiegen oder angreifen würden. Okay. Fixieren wir das. Einsatz. Wow. Auch wenn er... Eigentlich Elektro würde gegen uns gar keinen Schaden machen. Wenn man überlegt, wir sind ja Boden. Jetzt sollte er down sein. Ach komm schon. Warum ist er nie... Oder warum gehört er nie zu uns? Okay. Ich will eigentlich gerne... Reset... Ich hoffe, das ist nicht. Komplett Reset. Nö, okay. Ctrl C. Oder? Ctrl C? Ctrl R, okay. Ah ja, macht Sinn, okay. Ctrl R, dann muss ich nicht die ganze Zeit klicken. Perfekt. Wir haben den Soft Reset Knopf gefunden. Wenn man so nennen kann. Ey, aber. Ja, ich wollte sagen, nicht fixieren, weil wir brauchen es später eh nur die ganze Zeit. Vielleicht sollte ich vorher immer speichern und dann muss ich das nicht jedes Mal immer aufs Neue einstellen. Gut, den hätten wir jetzt fast verpasst. Das ist kein Belebersamen. Plosivsamen. Hatte ich sogar recht. Ah, aus dem Weg. Wie es aussieht, wenn es beschleunigt ist. Okay, weiter. Oh nein! Das klingt so komisch. Okay, Ctrl R. Gut. Ey, perfekt, jetzt können wir noch schneller. Wartet. Nein. Ja. Können wir nicht attacken? Ah doch, attacken. Dann hier. Nein, wir können nicht fixieren. Oh. Ja, okay, egal. Egal, Leute. Ich hoffe, Zapdos kommt jetzt langsam mal zu unserem Team. Es hat 30%ige Chance, dass dazugehört. Also bis jetzt habe ich von dem noch gar nichts gesehen. Es sind alles Fukanos. Oder die meisten jedenfalls. Okay, bye. Ah, Mann, er verfolgt uns. Dann gehen wir hier durch. Okay. Mehr oder weniger richtiger Weg gewesen. So.
Was hat er gemacht? Hat er irgendwas mit... Ja, endlich! Oh, gut, okay. Das mit dem Resetten stimmt. Ja, endlich! Okay, gut. Dann können wir sehr, sehr viel Zeit abkürzen. Oder, ja, uns ein bisschen Zeit einsparen. So ist es richtig. Gut. Ja. Wir haben Zapdos. Es ist Level 45. Was? Das hätte ich jetzt nicht erwartet, Leute. Level 45? Oha. Nein, kein Kosenamen. Legendäre Insel haben wir jetzt bekommen. Okay. Also man braucht jedes vogellegendäre Pokémon, damit man eine neue Quest wie freischaltet. Wir haben ja jetzt auch die Bunt... Nein, nicht Buntschwinge. Irgendeine Klarfeder oder so haben wir bekommen, wo wir auch irgendwo hinreißen können. Und noch das von Natu. Was war das nochmal? Ah, das war wegen Latias und Latios. Aber das mit Pelipper haben wir immer noch nicht bekommen. Warum nicht, oder? Ja, eben. Nordkette, das ist Latios. Und Riesenschlucht, das mit dieser Feder, das ist bei Xatu. Ey, habe ich ein Durcheinander. Aber wir machen jetzt Lavados. Da haben wir eh bessere Chancen. Wir machen jetzt einfach genau gleiche Taktik. Wir machen das Dungeon, gehen bis zu diesem Save Point, speichern dort natürlich am Save Point. Dann machen wir halt immer wieder Restarts. Soft Resets, wie man es nimmt. So. Hier können wir eigentlich... Nein, wir haben die Items nicht eingelagert. Wir haben ein bisschen viele Top-Elixiere und von diesen Sinnebären. So. Egal. Ist lieber, wenn man zu viel hat, als zu wenig. Irgendwann braucht man das sicher auch noch. Okay, Feuerberg war, glaube ich, nicht so lang. Also von den Ebenen her. Ich glaube nur bis Ebene 10 maximal. Okay, die Aufteilung wieder. Na gut, wenn schon ist hier der Ausgang. Okay, sieht nach Sackgasse aus. Oh, jetzt habe ich Magby aufgeweckt. Egal, komm. Wir dürfen einfach keinen Teampartner bekommen. Ist ein bisschen mies, weil wir brauchen eigentlich noch Teampartner. So. Ja. Ich wollte eigentlich nach unten gehen. Ja, hätte eh keine Rolle gespielt. Gut, hier ist der Ausgang. Ja, wir müssen ja keine Items mehr aufsammeln. Also wir könnten schon, es wäre wahrscheinlich schon vom Vorteil her. Ey, wir machen einfach 300 Schaden. Zum Glück haben wir auch Sumpex. Das war eine gute Entscheidung, die ich so getroffen habe, dass wir als Partner Pokémon Hydropi genommen haben. Bis auf Geduld, also die Attacke damals. Das war ein bisschen nervig, aber da waren wir auch selber schuld, weil wir ja die Attacke verlinkt hatten. Ich kannte mich ja am Anfang auch noch nicht ganz mit der Mechanik aus, also ja, kann man ja noch verzeihen. Also, jetzt sind wir schon Ebene 9, hä? Hallo? Tastatur? Please? Oh nein! Ich verstehe es nicht. Okay, hier ist der Kecleon-Laden. Ich weiß gar nicht, ob man das Kecleon mal besiegen kann. Sicher schon irgendwie durch eine spezielle Taktik oder durch einen Bug oder so. Okay.
Anscheinend gibt es 15. Wir laufen einfach weg. Okay, das Galoppa hat anscheinend gar keine... oder gar kein Interesse an uns. Gut. Welche Attacke haben wir über... Jetzt haben wir... Ja, okay, Lehmschädel ist gut, glaube ich. Wenn wir das aus... Ja, okay, gut. Gibt es nichts zu meckern. Gut. Jetzt können wir eigentlich die gleiche Taktik machen. Wir wissen ja, dass es so funktioniert. Wahrscheinlich gibt es hier 5 Ebenen. Gut, Glück gehabt. Nochmal. Oh nein, ein Karpel. Ah, halt. Dies ist der Feuerberg. Es kann nur einen Grund dafür geben, dass ihr auf seinen Gipfel seid. Ihr seid gekommen, mich herauszufordern. So soll es sein. Ich bin der Krieger des Feuers, Lavados. Habt ihr den nötigen Schneid, mich zu besiegen, wenn ich mich nicht mehr zügere? Beweist es. Ich weiß, Eisstrahl ist übelst unnötig, aber komm, warum nicht? Ja, okay, 71 Schaden. Geht eigentlich. Wenn es jetzt gerade von Anfang an geht, bin ich übelst froh. LOL! Er hat uns sogar down gekriegt. Was? Okay. Okay, warum nicht? Warum nicht macht er uns noch während dem Kampf down? Ich glaube, es wäre schon vom Vorteil, wenn wir Tornopto hätten. Oder Igelava. Die Musik einfach. Okay. Gehen wir gegen rechts. Okay, hier sieht es nicht gut aus. Oh Mann. Ein Schlag und sie sind weg. Okay, hier unten ist es. Gut. Da habe ich mich vorhin getäuscht. Wegen den Ebenen. Zum Glück. Zum Glück dauert es weniger, als ich es gesagt habe. Wow, ey. Was ist das für ein Weg? Also unter uns ist sicher noch ein Raum. Ey, warum täusche ich mich heute so viel? Okay, dann muss es... Hier ist es nicht. Okay, gut, hier. Gut. Zweites Mal. Jetzt habe ich keinen Eisstrahl eingesetzt, egal. Warum trifft er vor allem? Hä? Was? Habe ich schon 16 Mal eingesetzt? Das kann doch nicht sein. Ja, okay. Dann ist der Surfer dran. Ist eh besser. Eigentlich können wir das auch von Anfang... Ups. Wir müssen ja neu starten. Eigentlich können wir das ja auch von Anfang an machen. Ey, Tastatur, please. Mein einziger größter Gegner jetzt ist die Tastatur. Oder die Verbindung. Ah, oh, Mann. Die Technik. Aber wahrscheinlich habe ich es vorhin einfach zu viel eingesetzt. Ey, was ist das für ein Dungeon? Ich setze jetzt einfach gar kein Lebensschelle mehr ein. Ich hätte einfach den Gang nach oben gehen sollen. Kann man ja nicht wissen. So. Nö, dort nicht durch. So. Gut. Showdown Nummer 3. Wahrscheinlich wird es immer noch rechts sein. Ja, los. Eisstrahl. Er trifft ja eh die ganze Zeit. Wir setzen jetzt einfach Surfer ein. Wir haben ja einen Belebersamen. Ey, aber er hält wirklich viel aus. Yo, wie viel Leben hat Lavados? Holy moly. Zum Glück habe ich aber, wenn schon, die Tastenkürzel nachgeschaut. Ja, Glück. Weg da. Ja, okay, dann nehmen wir ihn halt mit. Au.
Früher hatten wir Igelava, jetzt haben wir Ibitaka als Partner-Pokémon, also Pseudo-Partner. Ey, was ist das jetzt wieder für ein Weg? Ach komm. Ja, Ibitak, gleich sind wir da. Keine Ahnung, wo wir hinlaufen. Wir nehmen einfach so ein Pokémon mit. Jetzt sicher gegen rechts. Oh. Okay. Ich könnte es eigentlich schon längstens besiegen. Geh weg! Nein, no, da kommt das nächste. Wir wollen keine Partner. Oh Mann! Sie sammeln sich jedes Mal. Okay. Vierter Kampf. Ich setze trotzdem Lehmschäle ein. Ich glaube, es ist noch vom Vorteil. Damit er trotzdem nicht trifft. Okay, wir haben keine mehr. Why? Komm schon, es hat doch eine 30%ige Chance. Haben wir so ein Glück? Wahrscheinlich schon. Also mit Zapdos hatten wir jetzt relativ Glück. Beim zweiten oder dritten Mal. Oder war es beim ersten Mal? Kurzzeitgedächtnis, wo bist du? Oh, okay, dieser Run ist geschenkt. Fünfter Versuch. Oh nein, ich habe ein Déjà-vu. Ja. Also manchmal schafft er es, dass er uns besiegt. Ja, beim fünften Versuch. Ja, okay, gut, wir müssen nur noch Arctos holen. Nice! Ey, Leute! Okay. Level 52. Was? Okay. Nein. So. Ja. Gut. Jetzt nur noch der dritte. So. Es war Frostwald. Also Arctos sollte doch nur ein bisschen stärker sein. Hoffe ich jetzt mal. Wir haben ja noch einen Belebersamen. Zum Glück ging der ja irgendwie nicht drauf. Wow. Ist Frostwald nicht dieser Ort, wo man sich übelst geprankt fühlt? Ja, okay, das ist eh überall. Der Gegner einfach dort. Wollte mich unbedingt kriegen. Konnte mich schon riechen. Ah, come on. Geh weg. Free money. Ja. Ich nehme auch an, es hat wieder 15 Ebenen. Okay. Nice. Gerade reingelaufen. Oh. Es wäre so nice gewesen, noch ein extra Belebersamen. Aber nein, das Spiel will nicht. Zum Glück können wir jetzt endlich alleine herumreisen. Jetzt können wir überall erkunden gehen. Wir sind auch dementsprechend übelst OP. Die Musik einfach richtig psychomäßig. Okay, gehen wir weiter. Oh nein! Tut mir leid, ich würde gerne einen Ditto haben. Ditto finde ich übelst nice als Pokémon. Vor allem das Smiley, also in der Originalform, wenn es sich nicht verwandelt hat. Oder halt im Anime behält es ja immer das gleiche Face, egal in welches Pokémon das sich verwandelt. Und das sieht auch noch relativ lustig aus. Wegen dem Ditto ist eigentlich ein geiles Pokémon. Also nicht stark, aber lustig. Es kam ja, es hatte ja auch bei Detektiv, nur 10 Ebenen, ne? Bei Detektiv Pikachu hat es ja auch eine größere Rolle. So, wir speichern jetzt. Schneller. Gut, wir machen das gleiche nochmal. Vielleicht müssen wir wieder 5-mal gegen Arctos kämpfen. Vielleicht schaffen wir es nicht mal alleine gegen
Arctos könnte auch möglich sein. Eigentlich hätten wir jetzt Zapdos mitnehmen können. Oder, ja, als Zapdos ist wahrscheinlich übelst groß. Man sieht ja immer an der Größe. Warte. Also so ein Pack sagt Größe ein Sternchen. Also sollte er, ja, ist ja die kleinste Größe. Und Zapdos hat 2 oder 3 Sterne. Wegen dem, ich glaube, es wäre dann trotzdem nicht vom Vorteil. Es würde wahrscheinlich gar nicht funktionieren, also die anderen Vogel-Pokémon zu rekrutieren, weil es halt vom Platz her gar nicht reicht. So. Nein. Tut mir leid. Sorry. Immer noch der Husten. Irgendwie behalte ich das übelst lange. Wenn ich mal krank bin, dann habe ich immer der Husten übelst lange. So. Okay. Das hat jetzt aber mehrere Ebenen. Ich dachte jetzt bei Ebene 3 würde wieder Arctos kommen. Oh Mann. Jetzt haben wir wieder Verfolgungsjagd. Lasst mich doch in Ruhe. Ja, dann halt. Er macht sich sogar noch selber Schaden. Okay, ja, weiter gegen rechts. Okay, gut. Vor allem der Name Frostgrotte. Alter. Beste Beschreibung. Als erst kommt der Frostwald und dann kommt Frostgrotte, hä? Okay. Okay, Ebene 5. Und was sagt Arctos jetzt? Eure Ankunft in diesem Frostwald kann nur einen Grund haben. Ihr wollt mich herausfordern. Jetzt macht er noch ein bisschen selbst representing. Ich bin Arctos, der Hüter des Eises. Wie immer den Wald. Wer immer den Wald betritt, soll von meiner Macht besiegt werden. Wer immer es auch sei. Und Rayquaza auch. Ja, okay. Okay, sorry. Ja, ich glaube, bringt nicht so viel. Fuck. Also wir haben einen Belebersamen. Wir können ihn einfach die Genauigkeit. Okay, das war ein Schaden. Okay, wir müssen Glück haben hier. Ich glaube, wir müssen mit Tornupto hier hinkommen. Ich hoffe, er trifft. Alter, warum trifft er immer noch? Wir senken seine Genauigkeit. Okay, gut. Jetzt hat er nicht getroffen. Ach, komm schon. So. Gut. Lebensschäler haben wir noch ein bisschen. Ich glaube, der will mich triggern. Hä, warum? Wir hatten vorhin noch 2 AP. Ich setze einmal ein. 2 AP sind weg. Wahrscheinlich zieht es mehr ab. Hier in dieser Runde. I don't know. Okay, wir setzen Surfer ein. Obwohl hier gar nichts mit Wasser zu tun ist. Oh nein, nein. Oh mein Gott. Du Monster. Gut, wir haben noch ein paar Sinnelbeeren. Ey, Arctos Kampf ist übelst ätzend. Ja, das war vorhersehbar, dass es nicht vom Anfang an klappt. Wäre nice gewesen. Wäre wirklich geil. Okay, nochmal. Also, ja, der Kampf ist schwieriger als die anderen beiden. Warum bekommen wir immer neue Partner-Pokémon, obwohl ich gar keine will? So. Ja, wir könnten eigentlich hier noch ein Blaugummi aufsammeln. Oh nein, Rutenschlag. Oh mein Gott. Und trotzdem macht er 1 KP Schaden. Ey, wie schlecht kann man sein? Ja, okay, er hat einfach niedriges Level. So. Ach komm.
Na. Gut, dort ist die Treppe. Okay, das ist jetzt ein Joke. Ey, drei Rehorns. Oh, ich habe ganz ungutes Gefühl. Wir werden hier übelst fertig gemacht. Schon nur die Attacke. Ah, Mann. Okay. Wir haben kein Glück. Oh, gut. Er hat die Fährte nicht aufgenommen. Irgendwie, das Dungeon ist sehr speziell aufgebaut. Wir lassen uns einfach null beeindrucken. Okay, let's go. Ups, ich habe ein bisschen zu viel gedrückt. Okay, wir haben noch einen Belebersamen. Oh fuck. Ey, das kann... Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich darf nicht zu schnell. Ja, bei Arctos darf ich wirklich nicht Speedrun-mäßig vorgehen. Ja, okay, das ist halt ein bisschen blöde, weil man halt vielleicht noch ein-, zweimal Sinelbeere einsetzen muss. Oh, Mann. Okay. Zweites Mal hat nicht so gut funktioniert. Dafür können wir so viel ausprobieren, wie wir wollen. Es war doch klar, dass genau ein Rehorn kommt. Weg! Nein! So. Wie jeder einfach immer Mitglied werden will. Oh, ich sehe, du bist alleine unterwegs. Darf ich Mitglied werden? Ja, bestimmt. Oh, come on. Jetzt haben wir dann keine Lehmschäle mehr. So. Wo geht's jetzt hin? Ja, komm. Hä? Also hier gibt es kein... Ah, okay, das ist so ein prankmäßiger Weg. Ich dachte, es wäre hier Sackgasse. Okay, das Dungeon ist wirklich komisch aufgebaut. So. Ja, das Glück. Bye, Jungs. Okay, jetzt aufpassen. Keine Attacken darf schief gehen. So. Wir setzen trotzdem Eisstrahl ein. Wie üblich. Okay, bitte. Ey, so. Eisstrahl nimmt uns einfach 105 KP weg. Übertreib. Okay, wir machen nochmal. Ich hoffe, er trifft nicht mehr. Alter, was? Was ist das für ein Über-Pokémon, ey? Zapdos und Lavados sind ja übelst scheiße. Vor allem, jedes Mal kommt ein anderes Pokémon zur Rezeption. Also von der Pelipperpost. Jetzt habe ich übelst lange den Namen noch gesucht. Oh, geh doch einfach weg. Wie ich mich einfach immer über die Low-Pokémon aufrege. Obwohl sie eigentlich nichts tun und auch keine große Herausforderung darstellen. Aber sie kommen so häufig. Okay, jetzt... Ey, das ist jetzt ein easy run. Jetzt darf ich es einfach nicht verkacken. Und es darf nicht unfair laufen. Vorhin war übelst unfair. Mit Eisstrahl schon One-Shot. Warum nicht, oder? Jo, was? Okay, das war auch ein Volltreffer. Diesmal haben wir ein bisschen Glück. Okay, er trifft schon mal nicht. Das zweite Mal... Oh, jo. Ich mache Genauigkeit runter. Als ob trifft er einfach... Ey, ich verstehe es nicht. Ich mache die ganze Zeit die Genauigkeit runter. Aber es funktioniert nicht. Oh, jetzt hat er Weißnebel. Jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Ich glaube, das hat er schon vorhin gehabt. Und ich habe es einfach nicht gerafft. Okay, bitte funktioniert.
19 Schaden. Boom! Okay. Es ist irgendwie manchmal möglich, manchmal nicht. Je nachdem, wie das Glück bei uns so auf der Seite steht. Gut, das wäre jetzt das zweite Mal, dass wir ihn besiegt haben. Oh Gott, das kann lange dauern. Ja, okay, dann ist das auch ein bisschen eine Herausforderung, oder? Sind immer dann die billigen Ausreden, die man sich selber so einredet, damit man nicht demotiviert ist. Okay, gut. Selben Raum, aber es ist hier eher nicht schwierig, weil der Raum so groß ist. Wow. Super verklickt. Hä? Okay. Ich dachte schon, hä, das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Wir treffen einfach nicht. Besser Weg wieder. Okay, die rechte Seite ist schon mal nicht. Okay. Hier unten wäre noch Sneaky in den Raum versteckt gewesen. Okay, zum Glück sind wir es abgelaufen. Ist der gerade von der Treppe rausgekommen? Oder hat es einfach so ausgesehen? Okay, let's go. Let's go. Vielleicht war es auch Glück, weil wir beim Eisstrahl Volltreffer gehabt haben. Okay, bitte. Okay. Einmal. Zweimal Genauigkeit. Dreimal. Okay, wir... Ja! Gut, endlich. Viermal. Okay, er setzt wieder Weißnebel ein. Dann machen wir Surfer-Taktik. Dann machen wir lieber mehr Schaden als schlussendlich gar keine Genauigkeit weggeht von ihm. Was? Setzt Willenslaser ein Scharfschütze-Status? Oder Scharfschuss? Irgendwas so. Ja, ey! Dreimal besiegt und er will schon zum Team gehören. Okay. Okay, gut. Wir müssen Sven schon nicht mehr machen. Ey, Leute. Ey, das ging jetzt einfacher, als ich dachte. Und schneller vor allem. Okay, eine halbe Stunde. Ja, okay. Ich dachte, wir hätten sicher einen Stream dran. Aber eine halbe Stunde. Übelst nice. Gut. Jetzt. Ich habe nicht gespeichert. Wenn man einfach zu viel spammt. Okay. Jetzt, glaube ich, muss man zu den Legendären natürlich hingehen. Ja. Sie sind alle am gleichen Ort, also spielt keine Rolle. Muss ich jetzt mit jedem Was? Wirkt angespannt? Jetzt Aptos? Die Musik. Es fühlt sich hier sehr wohl. Okay. Ich dachte, man würde irgendwas bekommen. Schon wieder ein Prank. Ey, ich will mein Geld zurück. Jedes Mal. Ey, schon die Pelipper-Post. Oder müssen wir einen Tag darüber schlafen? Vor einem Tag darüber schlafen. Was haben wir für Missionen? Ah, das mit Natu. Xatu. Dann machen wir das als erstes. Wir können aber Eagle Lava mitnehmen. Weil, ja, er sollte sich eigentlich auch mal entwickeln können. So. Wieder übelst Beschleunigung reingehauen. So. Aber wir spielen trotzdem immer noch weiter mit Sumpex. So, und wir holen Absol genauso. Perfekt. Gut. Riesenschlucht, wir kommen. Eigentlich ist die Teamaufstellung übelst unnötig, weil Riesenschlucht... Ich glaube, das sind übelste Low-Pokémon. Also von dem Level her gesehen. Ja, und dann kommt ein Dummiesel. Ja, eben, es haut schon ab bei einer normalen Attacke.
Ja, kann man sicher gut aufleveln hier. Aber plosiv sagen, ja. Wow, auch One-Shot. Ja, okay, wir können ja die restlichen Pokémon ein bisschen herumwandern lassen. Dann können die auch ein bisschen trainieren. Oh, was willst du? Das ist so nervig. Nein, kein Dodo. Okay, die haben auch ihren Spaß dort hinten. Wir haben gerade einen Pokémon aufgeweckt. Es setzt Gena ein. Ey, das ist doch übelst nervig. Gut. Wenn schon ist nichts passiert. Absol und Igelava haben sich auch getrennt. Keine Ahnung warum. Ich dachte, wir sind ein Team drin. Okay, Igelava hat uns wieder gefunden. Okay. Ist ein bisschen nervig, dass es halt immer umswitcht. Also die Perspektive. Gut. Wir rushen einfach durch. Ist ja auch keine Herausforderung für uns, dieses Dungeon. Aber die Steuerung, wie es aussieht. So. Ach komm. Wir gehen hier durch. Was ist das für eine Aufteilung? So ein extra Raum, einfach komplett aus Wasser. Okay, dort ist jedenfalls schon mal der Ausgang. Es gibt sogar Kramurkse hier. Ebene 6. Ja. Wie viele Ebenen? Ich hoffe nicht mehr als 8. Weil es ja eine Low-Dungeon-Region ist. Gut, nächster. 10 Stunden später. Gut, bitte. Okay, dauert noch. Wir lassen Absol alleine. Ihr habt ein Level-Up bekommen hier in diesem Dungeon. What? Okay. Noch ein Level, dann haben wir Tornopto. So. Ja, Hundemon können wir ruhig besiegen. Es kommt ja eh kein Boss-Pokémon. Wegen dem könnten wir eigentlich schon die ganze Zeit Attacken einsetzen. Gut, bitte. Ich will, dass das endet. Oh, was? Es gibt mehr als 10? Okay, hätte ich komplett falsch eingeschätzt. Ja, wir gehen wieder ein bisschen voraus. Ah gut, wir sind gerade instant zum richtigen Raum gelaufen. Ich will doch nur hier weg. Na gut, ich dachte schon, es würde einfach weitergehen. Was gibt es? Welchen Grund hast du, mich aufzusuchen? Das ist eine Klarfeder. Ich verstehe. Das Illusions-Pokémon. Oder Illusion-Pokémon. Darüber soll ich erzählen. Ja. Das Illusion-Pokémon. Ich weiß nur wenig darüber. Okay. Wow, ey, übelst viel Info, übelst nice. Dennoch, es gibt Pokémon, die leben, atmen und gedeihen mit dem Herzschlag der Welt. Sie wüten, wenn ein Vulkan zornig ausbricht, singen im Duett mit dem Grollen des Donners, rennen mit dem Nordwind um die Wette. Man sagt, sie seien Schatten, Schatten des Illusion-Pokémon. Im Nordwesten liegt eine große Insel. Eine Insel, die Dreifeld genannt wird. Dort existiert ein Feld, das Feuerfeld. Eines der Pokémon, ein Schatten der Illusion, lebt dort. Okay. Der Weg führt zum Feuerfeld. Die Antworten, die gesucht werden, vielleicht warten sie dort auf den Suchenden. Das Feuerfeld steht jetzt offen. Yay. Ja. Wieder ein Dungeon. Yay. Okay. Ist eine größere Herausforderung als jetzt das, was wir vorhin gemacht haben. Wenn schon das. Okay, also vor allem mit so einem Packs
zum Feuerfeld gehen. Ich glaube, das kann nur vom Vorteil sein. Also, ja. Okay, bevor wir jetzt komplett wieder weiterreißen, verkaufen wir unser Zeug. So. Wir haben den Belebersamen gespart. Ja, ey Leute. Ey, sonst in den meisten Fällen haben wir den Belebersamen gebrauchen müssen. Und jetzt beim letzten Kampf nicht. Übes Glück. Einfach nur Glück. Okay, Heilsamen können wir behalten. Ja, wir können eigentlich... Die Linkbox habe ich nur aufgesammelt damit... Warum habe ich eigentlich das nicht eingesetzt? Das hätte uns eigentlich gegen Arctos übelst helfen können. Egal. Wir haben es auch ohne geschafft. Ah, Mann. Spezialbahn können wir auch verkaufen. Gut. Rotgummi und Klargummi können wir verstauen gehen. Wow. Wenn man den Weg nicht beherrscht. So. Ja, ich glaube, 4 Top-Elixiere reichen wohl. Es wird jetzt aber auch übel schwieriger. Wir nehmen trotzdem... Wir müssen ja kein Partner-Pokémon anwerben. Wir müssen ja nur das Dungeon bestehen. Wegen dem würde ich sagen, wir holen Dreamers wieder. Weil ich nehme an, das Team hat sicher wieder rausgehauen, oder? Wow. Wow, in den Partnerarealen sieht man es nicht mal. Aber es ist wirklich so. Warum behält es nie die Teams, die man angewählt hat? Es wäre so eine einfache Mechanik. Oder eine sinnvolle. So. Gut. Feuerfeld, wir kommen. Während die folgenden Regeln, die für dieses diesen Dungeon gelten, akzeptiert. Was waren die Regeln? Okay, ich drücke mal nein. Ey, wenn das Team jetzt wieder aufgelöst ist. Okay, gut. Okay. Jetzt lese ich mir die Regeln durch. Scheinbar hat es Regeln. I don't know welche. Welche Regeln? Ja, okay, warum nicht? Vielleicht sehen wir es jetzt dann gleich. Ist Überraschungsmoment. Dein Abenteuer wurde gespeichert. Bist du in einem Dungeon, speichere dein Abenteuer, bevor du das Spiel beendest. Was sind jetzt die Regeln? Sieht man das irgendwo? Anwärtersuche? Ah! Ach so! Man sieht, welche, dass man gut anwerben kann, welche eher weniger. Ah, okay. Das habe ich noch gar nicht. Was Tipps? Ja, okay, das lassen wir jetzt lieber. Oh mein Gott. Okay, schauen wir mal, wie stark das wir sind. Ja, ich glaube, sie sind schon ein bisschen zäher als die vorherigen Pokémon, die wir so bekämpft haben. Okay. Was ist das? Defense-Schall? Ja. Hä? Ich weiß auch nicht, wie viele Ebenen uns jetzt hier erwarten. Sind das die Regeln? Ja, es gibt jetzt Fallen, Boy. Oh mein Gott, ey, ich glaube, wir haben Probleme. Oh oh. Okay, Trugtrainer hat er nur eingesetzt. Mach ihn weg. Absol ist Level 30. Oh oh. Wir sind bei Ebene 2. Und ich bin schon kritisch am Limit. Also mit meinem Pokémon. Ah, Menno. Okay, gut, aber es reicht trotzdem aus, wenn zwei Pokémon angreifen. Ja, wie sollten wir dann das Boss-Pokémon besiegen? Okay, das war mal eine nette Falle.
Wir gehen einfach unten entlang. Ach komm. Ach komm. Hä? Surfer geht nicht über die Ecke? Aber Eisstrahl sicher. Eisstrahl gegen Feuer-Pokémon. Okay. Wir haben Georock-Brox mitgenommen. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden noch... Ach komm, warum greift ihr immer die schlafenden Pokémon an? Sie haben euch nichts getan. Trotzdem greift man ständig die Pokémon an. Jetzt sind wir noch verbrannt. Oh Mann! Okay. Wir müssen einwechseln. Als ob überlebt Magma so lange. Das ist doch ein Joke. Ach komm schon, ey, wie viele Fallen hat's hier? Ah, okay, das war die Animation bei Absol. Ich dachte, es wäre wieder ein Feld. Oh Mann, das wird noch lustig werden, Leute. Tausend Jahre später. Ich glaube, hier sollte man fast alleine unterwegs sein. Ja. Ja, okay, vergesst das. Wegen den Pokémon ist es dann wieder schwieriger. Wahrscheinlich kann man hier einfach gut aufleveln, wenn man hier 10-mal wieder herkommt. Das kann wirklich lange dauern, bis wir das mal geschafft haben, bis ganz am Ende. Oh! Ah, aber man findet Glumanda und so. Ey! Das ist dann wiederum übelst nice. Oh, Mann. Gut, wir können, wenn schon, weitergehen. Also ein Glumanda, das wäre wirklich gut. Dann hätten wir einen Glurak irgendwann. Okay, bitte, Glumanda, gehört zu unserem Team. Wow. Weg mit dir. Es überlebt vor allem so lange. Ey, wie stark ist das Pokémon? Nein, es wäre so nice. Ey, Absol hat übelst die Mühe. Also, ich glaube, Absol ist fast der Erste, der wahrscheinlich erledigt wird. Nehme ich jetzt mal an. Oh nein, was ist jetzt hinter ihm? Irgendwas war hinter ihm. Gut. Magmi. Ich weiß gar nicht, ob es... das war sogar ein Belebersamen. Ich weiß gar nicht, ob... Magma hier in... Nein, ich glaube, Magma hat in dieser Edition oder in diesem Spiel noch keine Entwicklung. Schade eigentlich. Magbrand wäre eigentlich noch ein geiles Pokémon. Weg. So. Da hatten wir Glück. Die Falle hätte uns wieder verwehrt. Nein, es wäre One-Shot gewesen. Das wäre auch nice. Das ist immer eine gute Voraussetzung, dass sie zum Team gehören. Oh Gott. Zum Glück sind wir diesen Weg gelaufen. Es gab irgendwie nur einen Weg dorthin. Oder halt über die Lava. Puh. Ach komm. Oh, ein Ditto. Es hat sich in ein Flamara verwandelt. Und wir sind ja gar keine Flamaras. Hä? Woher hat es jetzt diesen Sprite genommen? Ah, jetzt habe ich... Egal. Nach unten. Hier. Geld. Ach komm, jetzt ist gar nichts mehr übrig. Außer Lehmschäle. Machen wir halt das. Boden ist auch effektiv. Gegen Feuer. Mano. Feuerwirbel, zum Glück hat das nicht, oder sie, nicht getroffen.
man weiß ja nie, gegen welches Geschlecht das man kämpft. Ist ja, ich kann ja einfach es sagen. So richtig Richtung Tier, also Sparte-Tier. Ist ja auch ein Pokémon. So, weg. Ja, die linke Seite scheint... Alter, ey, die Explosionsfelder, die sind übelst ätzend. Wir sind bei Ebene 12 und haben es immer noch nicht. Röntgenaugen. Das ist das mit den Items, oder? Ah, wir hätten vorhin einfach Dings einsetzen können. Heilsam, also als wir verbrannt worden sind. Übelst gutes Deutsch wieder hier. So, werfen. Hä? Es klang nach irgendwie Glut. Hä? So, wir nehmen Röntgen. Dann geben wir die uns noch. So. Ja, okay. Wissen wir einfach, wo wir nicht durch müssen. Ah, natürlich kommen wir gerade zu den beiden Flamaras. Ja, hier ist der Ausgang. Okay, bitte niemand dort reinlaufen, bitte. Das hat sogar den Raum größer gemacht, lol. Absol hat Probleme. Wir geben ihm mal das Persimband. Schade, sieht man mit den Röntgenaugen halt einfach nicht, wo der Ausgang als nächstes befindet. Das wäre so eine Mechanik, die... Warum? Warum greift er immer die schlafenden Pokémon an? Er lernt auch nie draus. Okay, wir haben Hunger. So. Ich hoffe, es geht nur bis Ebene 15. Ja! Ey, was gibt es alles denn noch für Fallen? Übertreibt. Taubsamen, okay. Nein! Okay, ekliger Schleim wird verteilt, nichts passiert. Okay, hatten wir noch mehr oder weniger Glück. Ist doch eine Frechheit! Dann schmeißt sie uns einfach Dornen an. Eine Frechheit. So. Weg mit dir. Gut, wir haben jetzt, wenn schon, drei von den Pokémon hier in Dungeon erledigt. Ey, das ist doch ein Joke. Man kommt ja irgendwie gar nicht durch. Überall hat's Fallen. Man muss so oder so durch eine Falle durchgehen. Sonst ist es wahrscheinlich nicht zu schwierig genug. Weg. Er hat überlebt? Ich dachte mir schon. Klar ist bei 15 nicht fertig. Haben wir irgendwas wieder aufgehoben? Ablegen? So. Gut, haben wir es auswechseln können. Was? Okay, wir haben ebenbürtiger Gegner. Also, wir hatten einen. Yo. Ey, wo ist Absol? Nein, ey, das kann doch nicht ihr Joke sein. Jetzt ist Absol da oben. Manchmal fühle ich mich verarscht. Seit wann ist er abgehauen? Ich frage mich übelst. Oh, oh. Okay, er kommt auf uns zu. Ist nichts passiert. Wenn schon das. Okay.
Wir haben unsere Attacken ja wieder auffüllen müssen. Jetzt ist aber Surfer versiegelt. Ey, das ist doch ein Joke. Okay, wenn schon, sind wir den richtigen Weg gelaufen. Sag ich auch irgendwie jedes Mal. Aber es ist halt auch true. Ey, nein. Ich hab's schon ein paar Mal erwähnt, aber die KI von unseren Teammitgliedern ist nicht so ausgefeilt wie die KI von den Gegnern. Das sieht man an diesem Beispiel. Wir sind schon längstens am Weglaufen. Absol kommt noch in den Sinn. Ja, ich muss unbedingt noch einen Dorn verwerfen. Ach, komm. Also Absol führt sich wie ein Kleinkind auf. Okay, gut, dann haben wir das jetzt auch hinter uns irgendwie gebracht. Irgendwie. Ey, wenn uns jetzt das Mashok noch besiegt. Kein Ausgang. Kein Ausgang. Nein, nein, nein. Ey, Absol. Jetzt wäre es schon fast wieder passiert. Okay, wir gehen nach unten. Okay. Vor allem steht die ganze Zeit, Eagle Lava will Ruckzucki beeinsetzen. Er ist einfach zu dumb. Please. Setz doch normale Attacken ein. Aber wir haben scheinbar irgendwie immer noch Surfer, was ich eigentlich nicht dachte. Gut. Und jetzt kommst du zurück, danke. Alter, was haben wir für Probleme? Yo, wie viel überlebt der? Ich muss eine Sinnebeere essen. Das Makago kann uns ja vielleicht komplett besiegen. I don't know. Wollen wir wetten, wir müssen wieder alles backtracken. Klassischer Fall. Okay, er ist weg. Jetzt hat es noch zwei Gegner. Natürlich kommt die genau auf uns zu. Okay, Eagle Lava gegen Eagle Lava. Ja, okay. Wäre auch komisch gewesen, wenn jetzt... Also langsam ist es wirklich fragwürdig. Ist ja nicht nur Absol, der so auf ja Aggression aus ist. Sogar Eagle Lava auch. Ey, wir sind Ebene 20 und haben es immer noch nicht... Yay! Aber wir sind weitergekommen, als ich dachte. Weil Ebene 2 hat mich ein bisschen... Auf diesem Feld stand vorhin Absol. Hä? Das macht gar keinen Sinn. So. Ich musste mir irgendwie überlegen, dass wir dort nicht nochmal reingehen. Also jetzt... Jetzt prankt uns das Spiel aber wirklich. Jetzt kann man sagen, was man will. Das Prank. Das ist komplett... Wir haben keine Lebensschäle mehr. Geil. Auch wenn ich es gerade so gesagt habe, ist wirklich prankmäßig. Wenn schon ist Kamerupt besiegt worden. Ey, das kann doch... Zehn Stunden später. Wann kommt der Safe Point? Sicher auch wieder Ebene 40. Ey, wenn es wirklich so ist. Dann wird es sehr, sehr lange dauern, Leute. Okay, Eisstrahl ist versiegelt.
bei Absol Aeros. Please. Vor allem, es ist immer am Rand. Warum immer am Rand? Die Spieleentwickler wussten, wo man durchgeht. Okay, es haben sich zwei Pokémon versammelt hier. Wie es aussieht, will jemand hier Eisstrahl ausprobieren. Machen wir ihn als erstes weg, weil er hat am meisten Leben. Absol hat noch 3 Leben. Noch 3 Leben. Okay, ganz knapp. Ja, den lassen wir jetzt mal. Wir ignorieren ihn einfach. Gut. Ah, man kann auch Felder so aufdecken. Okay. 23. Anscheinend haben wir wieder Hunger. Ich verbrauche jetzt als erstes mal den Apfel oder die Äpfel, die wir dabei haben. Und dann erst die Riesenäpfel. Okay, Glück gehabt. Ich habe so die Hoffnung, dass Raum oder Ebene 25 erst weg. Oh mein Gott, Glück. Ey, jetzt ist sogar Kaskade noch. Oh man. Wie bedenklich ist das? Oh gut, okay. Dafür haben wir das. Oder dies Glück. Es sind einfach wirklich... Es sind 30 oder 40 Ebenen. Okay, dauert länger. Okay. Makago überlebt. Wir nicht. Wieder Glück gehabt. Vorhin war Absol übelst im kritischen Bereich. Jetzt haben wir das Problem. So. Oh! Jungglut und Glutexo. Jetzt habe ich den Namen übelst nicht auf Knopfdruck gehabt. Ey, jetzt dahin wir dann noch wegen diesen Pokémon. Bitte nicht. Okay, Raserei. Okay. Sie wollen keine Mitglieder werden, wie es aussieht. Ey, nein, das ist doch ein Joke. Jetzt gehen wir dann down, weil wir Top-Elixier noch schlürfen müssen. Ey, wie Glück. Wie Glück. Aber schade, sind sie halt nicht zum Team gekommen. Wahrscheinlich erst, wenn wir das Dungeon abschließen. Dann haben wir sehr viele, ja, Feuer-Pokémon, die wir zur Verfügung haben, sozusagen. Man muss sie halt einfach nur noch rekrutieren. Gut. Ey, Glück. Wir machen sonst mal einen Zwischenspeicher. Blendsamen. Okay. Machen wir als erstes die rechte Seite. Damit alles gründlich durchsucht wird. Wir müssen schauen, dass wir nicht immer wieder backtracken müssen. Das dauert dann immer übelst lange. Und je nachdem halt, wie viele Gegner das man noch in dieser Zeit trifft, verbraucht es dann auch wieder AP. Okay, Glutexo wollen anscheinend nicht zu uns gehören. Schade. Wirklich schade. Jungglut wäre auch nice. Okay. Ich hoffe, die bekommen das hin. Anscheinend nicht. Wir gehen jetzt als erstes nach oben. Hier ist nichts. Okay, dann kann es... Ja, kann es nur noch unten sein. So. Ebene 29. Ey, Leute.
Wenn wir jetzt irgendwie noch dahin, bevor das, wir das, den Schluss erreichen. Hallo? Warum können wir immer so wenig angreifen? Okay, ich hoffe, Igelava bekommt das hin. Habt ihr auch schon bemerkt, wir leveln 0 auf? Bis jetzt kein einziges. Was ist das? Ein Feuerstein. Welche Pokémon brauchen Feuerstein? Evoli und Arcani, oder? Also Fukano. Ey, nehmen wir ihn mit? Okay, hier bekommt man, wie es aussieht. Was ist das? Okay, wir haben es gewechselt. Ja, okay, egal. Absol hat jetzt die Schleimkost aufgehoben. Ey, wir haben es erreicht! Oh mein Gott, ey, wie lange das wir jetzt gebraucht. Okay, 30 Ebenen. Wer wagt es, diesen Ort zu betreten? Diese Unverfrorenheit muss bestraft werden. Ich bin Entei. Ich lebe in der feurigen Lava der Vulkane. Wer es ablehnt zu gehen, den werde ich zwingen. Okay, fixieren wir das schon mal. Also, wir machen das hier so. Und wir machen bei ihm das hier natürlich so. Damit wir ihn jetzt wirklich lange auf Trab halten können. Ich setze als erstes Eisstrahl ein. Wir können dann Surfer sehr viel einsetzen und wird ihn auch viel Schaden machen. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Sicher auch Lebensschäle. Und halt die Genauigkeit sinkt. Warte. Ey, ist Absol so lost, dass es jetzt nicht mal Biss einsetzen kann. Ey. Ich verstehe manchmal nicht. Wir machen so. Und sobald das wir sehen, dass der Puffer-Status wieder weg ist, machen wir die Attacken weg. Wir müssen einfach treffen. Gut, zweimal haben wir abgenommen. Gut, er schreckt zurück. Genau das wollte ich schon die ganze Zeit. Okay. Ist er noch? Er ist sogar noch im Puffer-Status. Okay, wir könnten es wirklich schaffen, Entei zu besiegen. Schreckt nicht mehr zurück. Okay, der Puffer-Status ist scheinbar auch weg. Vor allem, er trifft uns. Instant. Komm schon. Ey, seine Genauigkeit ist doch so übelst weg. Habt ihr den Schaden von Absol gesehen? 5 KP. Okay, jetzt kommt wieder Flammenwurf. Ja. Ey. Langsam sollte er doch down gehen. Ja, ja. Okay, wir können es noch aushalten. Oh, stimmt. Was ist Taubsamen? Nochmal. Info. Nahrungsmittel, das beim Pokémon den Versteinerungsstatus hervor... Okay, wir werfen das. Oder... Ich glaube, es bringt nichts. Es bringt ja nur, wenn man es isst. Wegen dem lassen wir es noch. Ich verwechsel es immer mit den Orbs. Eigentlich sind die Orbs viel besser.
Also wir haben noch übelst viel Lebensschäler. Ist er noch im Puffer-Status? Wahrscheinlich nicht. Dann machen wir, dass er mal ist. Warte. Okay, bis jetzt sieht es noch gut aus. Oh, okay. Übelst lange Überlegung. Für das, dass wir ihn einfach besiegt haben. Mit einem Schlag danach. Übelst nice. Gut, wir haben Entei besiegt. Oh. Ja. Ich habe... Du. Was willst du? Hier, eine Feder. Was? Das ist die Klarfeder. Jetzt begreife ich. Um dieses Pokémon zu treffen, tritt zurück. Enteis Feuersturm bringt die Klarfeder zum Glühen. Die Klarfeder wird zur Rotfeder. Ey, was für ein Umschwung. Nimm dies und zieh nach Westen. Dort findest du das Blitzfeld. Dort wird sich dir ein Pfad auftun. Geh zum Blitzfeld. Nice. Und das Blitzfeld steht offen. Nice. Ich glaube, wir machen das Blitzfeld morgen. Also heute ist ein bisschen kürzerer Stream als sonst. Tut mir leid auch wegen dem. Aber morgen oder übermorgen dauert es dann wieder genau gleich lang wie immer. Ja. Schauen wir jetzt nochmal nach, ob irgendwas wegen Zapdos, Arctos, Lavados ist. Also das will ich jetzt wirklich noch nachschauen. Also hier. Hier ist kein Unterschied. Okay, deswegen Lucario. Also Pandya haben wir noch nicht richtig geredet. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, das Illusion-Pokémon zu entdecken. Ich habe die Grenzen meiner Ausdauer erreicht. Ich bin müde, so müde. Mist. Ich bringe. Ah, okay, das ist auch der genau gleiche Satz. Okay, das ist auch der gleiche Satz, ey. Wie geht es weiter? Ich glaube, wir müssen irgendwann wirklich normal Missionen machen, damit wir einen höheren Rang bekommen. Oh Gott. So, speichern wir noch. Beschleunige das ein bisschen. So. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche allen noch einen schönen Freitag. Einen schönen Start ins Wochenende. Jeden Tag um 2 Uhr nachmittags würde es hier wieder weiterlaufen. Ja. Gut. Ich glaube, es wäre alles gesagt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel. Bye.